Ihr seid Aktienhändler. Stellt euch vor, ihr hättet einen interessanten, spannenden Sektor identifiziert und ihr möchtet in weniger als 2 Minuten die spannendsten Aktien aus diesem Sektor identifizieren. Wie das funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Und ihr seht richtig, ich bin nicht Jens Raabe. Ich sitze auch nicht live neben Jens. Mein Name ist Werner Horn. Ich bin Unternehmer und Coach im Team von Jens. Und der ein oder andere wird mich schon kennen aus 2 vergangenen Videos, die ich gemeinsam mit Jens gemacht habe. Und da ging es um das Thema ChatGPT. Und das ist auch Thema des heutigen Videos. Ich möchte euch beispielhaft zeigen, wie man sehr schnell, effizient auf die künstliche Intelligenz, um genau zu sein, mit Hilfe eines Large Language Models, nämlich ChatGPT, auf Wissen zugreifen kann, welches extrem umfangreich ist in einer Schnelligkeit, die euch extrem viel Zeit spart. Der ein oder andere wird sich schon mal mit dem Thema ChatGPT beschäftigt haben, was bei dem einen oder anderen vielleicht mehr schlecht als recht funktioniert hat. Ganz entscheidend ist in der Arbeit mit ChatGPT, dass man den persönlichen Assistenten, den man mit ChatGPT an seiner Seite hat, perfekt kommuniziert, um eben genau die Antwort und das Ergebnis zu erhalten, was man gerne hätte. Das Ganze nennt sich Prompt Engineering und wie genau das funktioniert, um eben effektiv mit diesem Large Language Model zu arbeiten, zeigen wir unter anderem in unserem Online-Kurs Trading -ki.de. Die Internetseite werden wir später nochmal einblenden. Aber lasst uns mit einem praktischen Beispiel zeigen, um euch einmal live zu präsentieren, wie schnell und effizient ihr mit ChatGPT zu einem Ergebnis kommt, was meiner Ansicht nach wirklich sehr verblüffend ist. Lasst uns am Bildschirm starten. So, ich befinde mich jetzt vor meinem Bildschirm und habe TradingView geöffnet, eins der stärksten und besten Chartprogramme, die es aktuell am Markt gibt. Ein Chartprogramm, mit dem wir in der Akademie auch sehr gerne arbeiten. Und eines vorweggeschickt, zur Aufnahme des Videos mögen die Sektoren völlig anders aussehen als zu der Zeit, in der ihr dieses Video anschaut. Aber wenn ihr diese Anleitung befolgt bzw. nachvollzieht, werdet ihr vielleicht andere Sektoren finden, aber das Ergebnis ist im Prinzip, also der Workflow ist im Prinzip der gleiche. Und ich habe mir hier in TradingView auf der rechten Seite die ganzen Sektoren eingespeichert, das heißt Technologie, Basiskonsum, Güter, Verbrauchsgüter, Industrien, Kommunikationsdienste und so weiter, um mir eben mindestens einmal in der Woche diese Sektoren genauer anzuschauen. Ich bin hier im Wochenchart, und schau mir jetzt nicht nur die einzelnen Sektoren an, sondern auch, wie performen diese Sektoren aktuell im Vergleich zum S&P 500. Und dazu habe ich mir hier den Sektor und den Sektor im Vergleich zum S&P 500 jeweils abgespeichert. Also beginnen wir mit der Technologie. Technologie läuft gut. Wie läuft die Technologie im Vergleich zum S&P 500? Aktuell in einer Seitwärtsphase. Wie sieht es mit den Basiskonsumgütern aus? Auch die sind im Moment für sich betrachtet eher in einer Seitwärtsphase, vergleicht man das mit dem S&P 500 eher abwärts gerichtet. Der XLY-Basisverbrauchs, die Verbrauchsgüter, auch die laufen aktuell seitwärts im Vergleich zum S&P 500 fallend. Und so gehe ich die einzelnen Sektoren durch, vergleiche sie mit dem S&P 500 und aktuell sind beispielsweise die Kommunikationsdienste sehr interessant. Warum? Zum einen laufen sie seit Wochen aufwärts und befinden sich hier gerade an einem alten Hoch, sind ausgebrochen, etwas zurückgekommen und könnten jetzt wieder weiter steigen nach einer gewissen Konsolidierung. Aber wie sieht der Sektor im Vergleich zum S&P 500 aus? Sehr spannend, denn er ist die letzten Wochen im Vergleich zum S&P 500 besser gelaufen und auch hier eher Konsolidierung, möglicher Ausbruch nach oben. Also möchte ich doch gerne wissen, welche starken Werte in diesem Sektor,
sind im Moment besonders interessant. Und dazu nehmen wir uns ChatGPT zur Hilfe. Das heißt, wir öffnen ChatGPT und bedienen uns eines Promptes. Aber der Prompt lautet nicht, so wie es viele nutzen, welche Aktien performen gerade besonders gut in dem Sektor XY, sondern hier ist es entscheidend, wie dieser Prompt formuliert ist. Und ich habe das einmal vorbereitet für euch. Zoom da mal etwas ran und nehme ich mal ein bisschen hier raus. Der folgende Sektor performt aktuell besser als der S&P 500. Nenne mir bitte 10 spannende US-amerikanische Aktien aus diesem Sektor und so weiter. Und bei diesem vorformulierten Prompt brauche ich hier unten nur eingeben, um welchen Sektor es sich handelt. Wenn wir uns das anschauen, ist das der Sektor XLC, also Kommunikationsdienste. Und das gebe ich jetzt mal ein. Und wir schauen, was passiert. Es dauert einen kleinen Moment und ihr seht, hier steht Erinnerungen aktualisiert. Was bedeutet das? Ich habe ChatGPT so eingestellt, was in der EU noch nicht funktioniert, aber es gibt natürlich Tipps und Tricks, die wir auch in unserem Online-Kurs zeigen, wie man ChatGPT sich chatübergreifend immer wieder an Dinge erinnern lässt, die mir persönlich wichtig sind, die ChatGPT identifiziert sind, hat, dass sie wichtig sind, sodass sie im Hintergrund entsprechend immer wieder aufgerufen werden können. Aber kommen wir zu den Ergebnissen. Meta, Google, Netflix, Disney, also viele Bekannte, die ihr hier wiedererkennt, aktuell gut laufen. Und Inhalt meines Promptes war es nicht nur, die 10 interessantesten Werte zu identifizieren, sondern auch deren Konkurrenten. Warum? Weil ich nicht nur die 10 größten oder spannendsten aktuell Werte wissen möchte, sondern auch, welche Nebenwerte sind da gegebenenfalls oder Konkurrenten, die möglicherweise nicht aus dem Sektor kommen, trotzdem spannend. Ferner habe ich ChatGPT gebeten, mir das Ganze hier am Ende noch einmal so aufzulisten, dass ich nur das Ticker-Symbol mit Komma und Leerzeichen getrennt habe. Warum, zeige ich euch gleich. Ich kopiere mir jetzt diese Liste hier unten, gehe wieder in Trading View, nehme mich mal hier aus dem Monitor, so dass ihr das besser sehen könnt und wechsle meine Liste. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich gehe hier auf das Plus-Symbol, also Werte hinzufügen oder Symbol hinzufügen und mache jetzt mit Copy-Paste nichts anderes als diese Liste, die mir ausgegeben wurde, hier oben rein kopieren. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, listet er mir genau diese Werte auf. Was mache ich jetzt? Ich schaue mir diese Werte schnell an, um zu identifizieren, welcher Wert ist im Moment besonders spannend. Und dazu nehme ich mir dann beispielsweise auch diesen Chart hier vor, ebenfalls einen Wochenchart mit den wichtigsten Indikatoren. Im Übrigen haben wir uns auch diese Indikatoren oder diesen Indikator, der aus mehreren Indikatoren besteht, mithilfe von ChatGPT erstellen lassen. Auch wie das funktioniert, zeigen wir natürlich im Online-Kurs. Hier sieht man auch die Buying Climaxe, die wie gesagt wichtigen gleitende Durchschnitte. Und dann gehe ich schnell diese Liste einmal durch und habe ich natürlich im Vorfeld schon getan. Was besonders spannend im Moment aus meiner Sicht ist, weil dieser Wert besonders gut performt, ist eben T-Mobile. Nun reicht es mir allerdings nicht, hier nur einen der spannendsten Werte zu identifizieren, sondern ich würde gerne wissen, warum läuft dieser Wert so gut? Das heißt, was ist das Geheimnis, warum dieser Wert gerade besonders gut läuft? Und auch hier habe ich einen Prompt vorbereitet, den ich zunächst einmal kopiere. Rufe jetzt wieder ChatGPT auf, öffne ich bleibe in dem Chatfenster drin, habe den jetzt hier reinkopiert. Ihr seht, es ist nicht nur ein einfacher Prompt, sondern er ist auch schon sehr umfangreich. Und als erstes möchte ich mir nämlich T-Mobile genau analysieren lassen. Das heißt, wie fundamental stark ist
dieser Wert eigentlich? Schicke das Ganze ab und bekomme jetzt eine sehr detaillierte Fundamentalanalyse von T-Mobile. Und das geht mit dem neuesten Modell von ChatGPT, nämlich 4o, sehr, sehr schnell, so dass ich das Video jetzt nicht zwangsläufig stoppen lassen muss. Und wir schauen uns das Ganze an und versuchen herauszufinden, warum ist T-Mobile im Moment so stark. Habe das natürlich auch schon im Vorfeld gemacht und habe identifiziert, dass das 5G-Netzwerk, auf das T-Mobile im Moment sehr stark fokussiert ist, eines der Gründe ist, warum T-Mobile so gut läuft. Nun wissen wir also, T-Mobile ist ein starker Wert aus dem Sektor. Wir wissen, das 5G-Netz sorgt dafür, dass T-Mobile unter anderem gerade so gut performt. Und jetzt möchte ich gerne wissen, welche Unternehmen in zweiter Reihe gibt es gegebenenfalls, die noch nicht so präsent sind, die sich ebenfalls mit dem gleichen oder einem ähnlichen Geschäftsmodell basierend auf dem 5G-Netz fokussiert haben. Und auch hierzu gibt es wieder einen Prompt, den ich mir hier unten reinkopiere. Und ich zeige Ihnen mal. Analysiere bitte im Internet tiefgreifend und umfangreich, welche Werte neben dem Ticker-Symbol ebenfalls im Rahmen Ihres Geschäftsfeldes auf die Stärke, nämlich 5G-Netzwerk, setzen. Dabei meine ich nicht die typischen Profiteure im ersten Rennen. Nenne mir mindestens 5 der interessantesten börsengelisteten Werte aus der zweiten Reihe und begründe deine Entscheidung. Atme tief durch und arbeite Schritt für Schritt. Das ist auch so ein kleiner Hack, um die Ergebnisse bei ChatGPT weiter zu optimieren. Und schreibe mir zuletzt die genannten Ticker-Symbole durch ein Komma und Leerzeichen getrennt hintereinander auf. Hatten wir schon. Und jetzt geben wir das Ticker-Symbol TMUS ein, also TUI Mobile, und die Stärke, ist das 5G. Netzwerk war das hier, ne? Schau nochmal schnell. Hier, genau. 5G-Netzwerk. Kopiere ich mir mal hier raus, damit es auch genauso geschrieben ist. Und drücke auf Enter. Und dann braucht ChatGPT wieder einen Moment, um mir eben die Werte hier zu analysieren, die in zweiter Reihe besonders interessant sind. Und eben jetzt finden wir Werte, die für viele nicht so präsent sind, weil es eben Werte aus zweiter Reihe sind und trotzdem stark sein könnten. Ich sage bewusst könnten, denn das Ganze müssen wir natürlich jetzt noch einmal überprüfen. Ich habe hier unten wieder die Ticker-Symbole bekommen. Auch die kopiere ich mir jetzt, wechsle wieder in Trading View, gehe hier oben auf das Plus-Symbol, füge mir diese Werte ein, drücke auf Enter und nun habe ich hier unten zusätzliche Werte, die ich im Wochenchart, später im Tageschart identifizieren kann. Und wenn ich hier nichts finde, gehe ich wieder zurück in ChatGPT und schreibe, gibt es weitere? Und auch hier wird sich ChatGPT wieder tiefgreifend mit dem Thema beschäftigen und weitere Werte identifizieren. Und ich sehe schon, hier ist ein Wert dabei, den ich mir im Vorfeld auch schon mal angeschaut habe, als ich diesen Prozess zur Vorbereitung des Videos einmal habe durchlaufen lassen. Wir bekommen wieder die Ticker-Symbole. Ich kopiere mir die. So. Kopieren. Öffne Trading View. Wieder das Plus-Symbol. Einfügen. Enter. Und eines der spannenden Werte ist aktuell Marvel. Warum? Marvel ist gerade in einer Seitwärtsphase, ist hier sehr schön gestiegen, hatte Earnings zurückgekommen und befindet sich gerade in einer Phase, dass es wieder weiter nach oben steigen könnte. Auch fundamental sehr stark. Andere Werte ebenfalls hochinteressant.
Ihr könnt diesen Prozess gerne für euch einmal nachvollziehen. Die Prompts habe ich euch bereitgestellt. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr unabhängig davon, welche Handelsstrategie ihr verfolgt, euer Handeln auf ein neues Level bringen wollt, dann empfehle ich euch, schaut euch mal den Kurs an. Auf der Internetseite, die wir euch gleich einblenden, werden die genauen Details gezeigt. Und neben diesem Online-Kurs, also ich würde ihn buchen, wenn ich ihn nicht selber gemacht hätte, gibt es noch eine Telegram-Gruppe. Und in dieser Telegram-Gruppe, ich blende das mal ein, poste ich täglich News zu dem Thema künstliche Intelligenz, Prompts, wichtige Videos, Anleitungen, Tipps und Tricks und Hacks und alles rund um das Thema Börse, Investieren und Traden und wie ihr euer Handeln auf ein neues Level bringen könnt. So, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und würde mich darüber hinaus sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare einmal reinschreiben würdet, wenn ihr weitere solcher Videos sehen möchtet, welche speziellen Themen euch in Zusammenhang mit dem Thema künstliche Intelligenz und ChatGPT an der Börse interessieren würden. Vielen Dank und ein erfolgreiches Handeln weiterhin. Bis dann.